Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Identität Schwert. Wir sind jetzt der neue Champ geworden, den wir Delion besiegt haben, haben Endunalus in der letzten Folge gefangen und ich habe Endunalus diese komische Krone gegeben, die ab und zu macht, dass die Gegner zurückschrecken. Habe ihn noch ein bisschen gelevelt von Level 61 auf 65 und er ist jetzt auch erstmal an erster Stelle. Eben war noch Professor Magnolika hier, die mir den Meisterball gegeben hat und jeder weiß, was das bedeutet. Wir gehen jetzt auf legendäre Pokémon-Jagd. Und wir haben schon am Ende der Credits gesehen, dass wir eventuell nochmal zu dem Schrein hingehen sollten. Deswegen werden wir da jetzt nochmal hingehen. Oh, der Hub ist auch schon da. Genau, diesen Schrein haben wir nämlich gesehen am Ende der Credits. Heißt, hier wird die garantiert nochmal die Story ein bisschen weitergehen. Hä, Dizzy, was machst du denn hier im Wald? Du, er sieht ein bisschen gruselig aus. Das könnte ich dich auch fragen. Wieso bist du hier? Niemand traut sich in den Wald, in den Sakihan und Zamazenta geschlummert haben. Deswegen ist es hier auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachzudenken. Wie? Was sagst du da, Dizzy? Du hattest das Gefühl, von irgendetwas hierhergerufen worden zu sein. Sehr seltsam. Sag mal, Dizzy, würdest du nochmal gegen mich kämpfen? Nein, warum? Come on, ich bin Champ. Warum sollte ich gegen dich kämpfen? Ja, war ein recht langer Kampf, aber nicht wirklich irgendwas Spannendes passiert. Deswegen werde ich das garantiert alles rausgeschnitten haben. Und sein letztes Pokémon war einfach ein Britzigel. Warum auch immer. Also Hopp hat nichts dazugelernt, wie es scheint. Ah, sag doch sowas nicht. Das ist gemein. Sag mal, müsst ihr zwei Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. Ich bin jetzt Professorin. Yep, und jetzt kann ich mich intensiver mit der Geschichte Galars befassen. Wollt ihr mal hören? Ich hab dazu sogar ein Buch geschrieben. Ja, umsonst. Hopp, du musst dafür bezahlen. Übrigens, was macht ihr denn hier eigentlich? Ah, ich verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Ein neues Masterschwert ist geboren. Oha, oha. Wir haben uns schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. Oh, sind sie das? Heftig. Richtig aus den 30ern. Oha, oha. Sind Sie etwa Professor Zahn? Ja, die Autorin von Die Geschichte Galars? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss doch, wir haben keine Seite, keinen Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ja, ja. Ich zitiere, ein widerliches Buch voller Lügen, leider nicht mehr wert als ein Stern. Sag mal, geht's noch? Das ist unhöflich. Ich bin Schwerthold. Und ich bin Schildrich. In unseren Adern fließt blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galars. Und nicht nur das, wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt. Wahre Erben, blaues Blut, was faselt ihr da? Oha, oha. Sind das etwa das Schwert und das Schild, von dem wir so viel gehört haben? Oha, oha. Sind die wirklich echt? Die sehen ja unfassbar schäbig aus. Ich bin nicht gerade erpicht darauf, sie mit bloßen Händen anzufassen. Hey, Finger weg, wir haben die eben erst zurückgebracht. Für einen einfachen Jungen aus dem niederen Dorf legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, macht es dir sicher nichts aus, diese Sache in einem Kampf zu klären, hä? Huh? Der sollte aber wahrscheinlich spannender werden als gegen Hopp. Lammenwurf-Attacke! Sollte Lauchzelot weg sein. Easy Game. Was hat er noch? Cesurio. Da wird ja wohl ein Flammenwurf mega effektiv sein, oder? Ja. Ach man, ich dachte, das wird jetzt heftig, aber dann war ja sogar Hopp eben heftiger als die. Ja moin. Also Schwerthold war schon mal gar keine Herausforderung. Und jetzt ist er ein Zombie geworden. Oh, da ist er wieder im Leben. Sag mal, Bruderchen, ist das nicht der Trainer, der Endunalus unter Kontrolle gebracht hat? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, du hast recht. Das muss der kleine Rotzlöffel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meinen Informationen zufolge war er auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten. Solch ein Frevel. Dann hat dieser Bengel also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unserer Familie seit Generationen verehrte. Nun denn in diesem Sinne, bye bye. Ja, jetzt haben sie den rostigen Schild mitgenommen, weil Hopp leider verloren hat. Den Schwert durfte ich aber behalten. Ah, weil das ja auch Pokémon Schwert ist, Leute. Wie soll es jetzt noch weitergehen? Lass uns erstmal zum Westbury Labor zurückgehen, okay? Okay. Erinnerst du dich noch an meinen Energiequellendetektor? Er schlägt aus, wenn er eine hohe Konzentration an Galarpartikeln erfasst, also an einem Ort, an dem die Dynamaxierung möglich ist. Nun, du wirst es nicht glauben, aber der Detektor hat aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, als diese zwei Clowns aufgetaucht sind. Das bedeutet, wir müssen nur den ungewöhnlichen Ausschlägen eines Energiequellendetektors folgen, um die Clowns ausfähig zu machen. Zeig, was ihr könnt, Detektoren! Also hier ist so ein Ausrufezeichen. Na guck mal, da sitzen schon wieder alle. Ness und der andere. Oh, der Champ. Genau, Yaro. Gut, dass du hier bist. Was ist denn los?
Ach, was für eine lästige Begrüßung. Als unser neuer Champ bist du ja noch eine Nummer größer als die Dynamax-Pokémon. Also ich war gerade mit einem Schaukampf mit Ness, als plötzlich diese Dynamax-Pokémon in Steinhals geplatzt sind. Vor seinem Trainer war weit und breit nicht zu sehen. Wir haben uns sofort um die Evakuierung der Zuschauer und des Personals gekümmert. Ja! Daisy, du musst uns helfen, da ist ein dynamaxiertes Pokémon in der Arena. Na, das trifft sich ja gut, dass das dynamaxiert ist. Kann ich ja die Dynamax-Kanone einsetzen. Vielleicht macht das ja den doppelten Schaden gegen dieses Viech. Wow, das ist ja unfassbar. Oha, oha, du hast unseren Dynamax-Schauspiel doch tatsächlich ein Ende bereitet. Oha, oha, wie erwartet hat der Champ den Pokémon-Liga nichts Besseres zu tun. Hier steckt ihr zwei also. Gebt uns den rostigen Schild und zwar sofort. Oha, oha, mir ist neu, dass es sich dabei um dein Eigentum handelt. Und selbst wenn es so wäre, wir geben dir gar nichts zurück. Euch piept's wohl, kommt auf die Stelle da raus. Sperr die Lauscher auf, verachtenswerter Champ. Wir werden ab sofort ein Dynamax-Pokémon nach dem anderen Amok laufen lassen. Wenn du uns aufhalten willst, solltest du dich besser an unsere formschönen Fersen heften. In diesem Sinne, adieu. Sowas mag ich ja gar nicht, ne? Jetzt müssen wir die Leute halt permanent verfolgen, wo sie gerade sind. In der Wasserarena ist das dynamaxierte Pokémon ein Gyarados. Wenn man die wenigstens fangen könnte, das wäre nice. Spannender Kampf, wow. Ich durfte einmal angreifen. Nice. Und in der Feuerarena. In der rechten Ecke. Das dynamaxierte Pokémon namens... Water. Wirkt irgendwie sehr repetitiv, muss ich sagen. Oh, vor allem diese ganzen dynamaxierten Pokémon. Das sind erstens langweilige Pokémon. Okay, Gyarados jetzt nicht, aber die beiden anderen waren jetzt langweilig. Und die haben alle ungefähr gleich viele Leben. Ich muss einmal angreifen und dann macht Hopp den Rest. Trainer gibt mir Karte. Ich gehe zum nächsten Stadion. Toll! Aufnahme geht bisher übrigens 40 Minuten. Bin sehr gespannt, wie viele Minuten ich am Ende hier draußen habe. Los, gib mir die Wunschsterne! Nein, ihr kriegt die Wunschsterne nicht! Mist, sie will uns die nicht geben. Was sollen wir jetzt machen, Bruderchen? Ach, das ist wirklich unfassbar, dieses niedere Volk. Gebt uns den rostigen Schild wieder! Oha, oha! Na gut, so lasst uns kämpfen. Darf ich kurz stören? Entschuldigen Sie, dass ich Ihr Gespräch unterbreche. Ihr scheint bei Ihrer Infiltration des Labors erfolgreich. Gute Arbeit. Haben Sie die Wunschsterne? Oh, aber gewiss, Mr. Schildrich. Sie beide haben mir genügend Zeit verschafft, um alle Wunschsterne zu erbeuten. Hier haben Sie sie. Was? Ich wurde hintergangen von meiner eigenen Assistentin? Das kann doch nicht sein. Diese Rache ist so süß, dass ich in meinen Tee später ohne Zucker trinken kann. Wie kannst du es wagen, mich so zu hintergehen? Tja, that's life. Und dass ich lesbisch war, war auch eine Lüge. Oh nein, lesbisch war sie also auch nicht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch die anderen drei Stadien abklappern. Mann, das wird ein Spaß. Und in der Claw City Arena haben wir das dynamaxierte Pokémon namens... Maxax. Gegen ein Drachen-Pokémon? Und das, obwohl ich einen Drachen habe, der eine Dynamax-Kanone hat, die doppelten Schaden macht bei einer sehr effektiven Attacke gegen ein dynamaxiertes Pokémon? Oh nein, also wenn der jetzt One-Hit ist... Oh shit. Was ist das? Wow, was für ein Teamwork. Gute Arbeit, Leute. Eigentlich hat diese nur eine Attacke gemacht. Es gibt noch drei Stadien mit durchgetretenen Dynamax-Pokémon. Lass uns keine Zeit verlieren. Und in Passbeck, in der Kampfarena, ist das dynamaxierte Pokémon ein... Meistergriff. Das ist wirklich spannend. Dann erzählen die wieder 10 Minuten ihren Scheiß. Und dann geht's zur nächsten Arena. Das ist spannendes Storytelling. Heftiger Kram. Ja, Sania, nee, Seide heißt du. Ja, bitte, danke für die Ligakarte. Ich muss noch woanders hin. Quatsch mich nicht voll. Die Feenarena in Fairbelly. Wo ja jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Eigentlich müsste Betsy jetzt hier sein. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr hier seid, um mir zur Hand zu gehen? Nichts für ungut, aber ein Trainer der absoluten Spitzenklasse braucht keine Hilfe. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Betsy hat schon drei Dynamax-Pokémon vernichtet. Ja, ja. Das ist richtig. Also kämpfen wir, Dizzy. Hä? Na gut, okay. Der Betsy hat aber wenigstens eine Charakterentwicklung hinter sich. Nicht so wie Hopp, nicht so wie ich. Das ist auch irgendwie der einzige Charakter.
der eine Charakterentwicklung hinter sich gebracht hat. Vielleicht noch Rosie so ein bisschen, aber der war von Anfang an schon irgendwie böse. Und dem ist eigentlich Betsy der MVP in diesem Spiel. Was, Psycho-Klinge? Willst du eine richtige Klinge sehen? Dann spüre diese Laubklinge! Zack, zack. Ja, das ist eine richtige Klinge. Die macht nämlich mit dem Volltreffer nicht einfach One-Hit. Und sein letztes ist ein Silembrim. Silembrim, Silembrim. So, die Scheiße ist, ich muss jetzt leider wiederbeleben und Fly wird wahrscheinlich verrecken. Ich sag's, wie es ist, Leute. Fly wird wahrscheinlich verrecken. Aber erstmal Nickel wiederbeleben. Das ist erstmal das Wichtigste, damit wir auch schön unsere 4 Pokémon behalten. Man weiß ja nie, was hier noch kommt. Ja, Fly ist jetzt RIP. Warum ist das alles sehr effektiv? Was ist denn los mit Feen-Pokémon? Die sind ja richtig krass. Ja, Jaynona, ich hoffe, du bist jetzt nicht schwach gegen Feen-Pokémon. Puh, tja, werden wir jetzt erstes angreifen oder nicht? Ich weiß es nicht. Na komm, wir probieren es mal aus. Wäre wahrscheinlich schlauer gewesen, wenn ich einfach Jaynona einmal geheilt hätte. Oh, gar nicht so wenig Damage. Los, Jaynona, liebe mich und sterbe nicht! Oh, Jaynona liebt mich leider nicht. Na gut, dann nicht. Jaynona kriegt auch wieder ein Beleber. Soll man das denn schaffen? In einer richtigen Nuzlocke-Challenge. Da wären meine Pokémon schon 1000 Mal gestorben. Oh, ein Lunalos ist auch scheiße dagegen. Ja, geil, ey. Ja, da muss Jaynona das halt irgendwie machen, weil Jaynona ist mein einziges Pokémon, gegen das Fee anscheinend nicht sehr effektiv ist. Ein Lunalos wird tot sein, ja. Oh, Dame Betsy, was tust du? Na komm, hier, Flammenwurf wird ihn wahrscheinlich nicht töten, es sei denn, er verbrennt ihn irgendwie. Oh oh. Okay, bitte töte nicht Jaynona. Wehe. Okay, und dann sollte er durch Verbrennung sterben. Wäre Jaynona jetzt draufgegangen und das Viech wäre durch Verbrennung gestorben, das wäre Worst Case gewesen. Aber gut, wir haben es hinbekommen, dass alle unsere Pokémon weiterhin am Leben sind. Fly hat leider Level 69 verloren, das ist sehr schade, aber kann dafür Sternsturm einfach erlernen. Ja komm, wir brauchen die Abschlagfähigkeit nicht. Die ist sowieso doof. Und zum 8. Mal Betsy besiegt. Na gut, ich erkenne dich als Champ an. Vielen Dank für diesen Kampf. Betsy, warte auf mich. Gut, das sollten alle Stadien gewesen sein. Jupp, jetzt können wir uns wohl die Cloud schnappen. Meine Clowns sind da drin. Los, mach sie fertig. Alright. Ihr leichtgläubigen Narren. Seit ich denken kann, wurde uns stets als den direkten Abkömmling der Helden gehuldigt. Doch damit war es schlagartig vorbei, als ihr Unruhestifter Galar vor Endunalus gerettet habt. Und dann mussten diese Professoren ja auch noch mit ihrem Buch ihren Senf dazugeben. Buh, ja genau, blöde Professoren. Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollen diese Pokémon die Helden gewesen sein. Zu was würde uns das machen, hä? Wollt ihr damit sagen, dass unsere ehrbaren Vorfahren nichts als Lügner waren? Ah, das sind die Nachfahren von den Königen aus Galar. Die sind gar nicht die menschliche Form von diesen Pokémon, sondern die haben einfach so getan, als wenn sie das gewesen wären und nicht die Pokémon. Nun gut, sollte es sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden von Galar handeln, müssten sie eine geballte Ladung an Galar-Partikeln doch mit Fassung tragen können, oder? Jetzt verstehe ich. Der ganze Zirkus mit den Dynamax-Pokémon, das waren Testläufe für das große Finale. Was? Habt ihr völlig den Verstand verloren? Ihr wollt die beiden allen erstes zum Ausrasten bringen? Muhahaha! Ich habe es vollbracht, Bruder. Die Kreatur hat sich tatsächlich vom rostigen Schild anlocken lassen. Wieso habt ihr das getan? Sehen Sie nicht, wie schmerzhaft das für Zamazenta ist? Ha! Der Schleier ist gefallen und seine wahre Natur offenbart sich in all ihrer rohen Gewalt. Diese Bestie soll also euer edler Held sein? Jetzt zeigt sich, wer die wahren Könige in der Galar-Region sind. Nein, Zamazenta, ich bin nicht dein Ziel! Du sollst den Zorn an der Stadt und den Einwohnern auslassen! Lizzy, es greift an! Du musst es beruhigen! Ich hoffe, dass er davon nicht stirbt. Oh mein Gott, das war ein Volltreffer und der hatte wirklich nur noch mega wenig Leben. Okay, wenn wir jetzt einen Hyperball einsetzen, kannst keinen Ball werfen. Okay, wir müssen ihn also töten. Alright, dann war das gar nicht gut, dass er so wenig Leben hat, weil jetzt greift er nochmal an, aber nur mit Knirscher. Okay, Knirscher sollte wirklich gar nichts machen. Okay, doch mehr als erwartet, aber trotzdem weg. Hoffentlich läuft das gleich mit dem Schwert-Pokémon genauso gut.
Zaubercenter, alles in Ordnung mit dir? Wo ist mein Bruder? Oh, da ist er. Zakian, meine ich doch. Lass ihn in Ruhe. Aber er war böse zu mir. That Animations, wow. Ja, hä? Ist doch scheißegal jetzt, oder? Ich fange den jetzt einfach mit dem Meisterball und hab ihn doch. Mega. Leute, das wird der langweiligste Kampf aller Zeiten. Meisterball rauf und meins. Ich weiß nicht, ob es hier noch andere legendäre Pokémon gibt, wo das schlauer gewesen wäre, den Meisterball zu benutzen. Aber auf den Stress habe ich jetzt wirklich gar keine Lust, Leute. Gar keinen Bock. Gut gemacht, Fly. Guter Kampf. So, Zakian ist ein Krieger-Pokémon von Typ Fee tatsächlich. Okay, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Heldenhafter Krieger. Dieses Pokémon geht als legendärer Held. Es nimmt Metall auf, wandelt dies in eine Waffe um und kämpft damit. Nice. Guck mal, der sieht sogar im Kampf anders aus als in der freien Natur einfach. Okay, aber so ist das Design wirklich langweilig, ne? Der hat ja dann wirklich einfach nur richtig lange Zöpfe und dieses Schwert im Mund. Also das Zamazenter sieht viel krasser aus, also auch in Natura. Und nun ab mit euch ins Gefängnis. Ah, das ist ja knuffig. Guck mal, wie sie sich angucken. Richtiges Liebespärchen. Aber wirklich, der sieht so viel krasser aus einfach, Zamazenter. Mag ich viel lieber vom Design her. Aber von den Attacken, wie gesagt, mein Zadiak. Ja. Ey, ganz ruhig, ruhig, Brauner. Ganz ruhig, ruhig. Ich glaube, es hat meine Talente als Trainer anerkannt und es möchte Teil meines Teams werden. Was? Zu dir ins Team? Dann scheint Zamazenter aber ein sehr schlechtes Pokémon zu sein. Das stimmt wohl. Zamazenter. Ich kann dich nicht in mein Team lassen. Ich bin einer der schlechtesten Pokémon-Trainer, die es gibt. Willst du wirklich in mein Team kommen? Na gut, ich werde es probieren. Toll, jetzt hat er echt einen Zamazenter. Ich fasse es nicht. Und er will natürlich nochmal kämpfen. Sancto-Kling-Attacke. Schlitz. Okay, Schlitzattacken sind immer gut. Die gefielen mir bei Fly schon. Und die sind anscheinend bei Zakian auch sehr gut. Dann zeigt mir, wer von euch besser kämpfen kann. Oh fuck, die Sancto-Klinge ist sogar sehr effektiv gegen Zamazenter. Oh no. Oh no, hat er auch sowas? Gigantenstoß? Ist das eine Aufladeattacke oder greift er tatsächlich an? Oh boy. Oh boy, da holt er seine krasse Attacke raus. Okay, macht auf jeden Fall auch guten Damage. Ach guck mal, den Gigantenhieb kann ich auch. Aber gegen den ist er nicht so effektiv. Ja, sorry, da muss ich dich leider mit meiner Büllo-Sancto-Klinge hier auseinandernehmen. Aber ja, das beweist wohl, Zakian ist besser als Zamazenter. Ich habe mich für das bessere Pokémon entschieden. Tja, oder ich bin einfach der bessere Trainer. Naja, ich fühle mich trotzdem gut. Und weißt du warum? Ich habe einen neuen Traum gefunden, den ich verwirklichen will. Ich möchte jemand werden, der überall auf der Welt Pokémon hilft, die in Not sind. Ich möchte ein Pokémon-Professor werden. Ich glaube, dafür bist du ein bisschen zu dumm im Kopf. Ja, und damit scheint das Spiel nun wirklich zu Ende zu sein. Ende, ja. Oh mein Gott. Also ich sag's ganz ehrlich, hätte das einfach geendet nach der letzten Folge, wäre ich vollkommen zufrieden mit diesem Spiel gewesen. Jetzt diese Folge fand ich ziemlich mega krass gestreckt. So, ja, also das war das offizielle Ende des Spiels. Man könnte jetzt noch die ganzen anderen Pokémon in den freien Gebieten da fangen, wenn man seinen Pokédex vervollständigen möchte, bla bla bla. Man kann gegen andere Trainer kämpfen. Das werde ich vielleicht noch machen, also gegen echte Leute irgendwie kämpfen. Mal schauen. Aber ja, die Story ist vorbei. Ich habe das Spiel tatsächlich durchgespielt, hätte ich nicht gedacht, zwischenzeitlich. Und diese Folge wird wahrscheinlich viel zu lang sein. Also die Aufnahme ging 2 Stunden, aber ich wollte das jetzt einfach beenden. Ja, ansonsten möchte ich nicht viele Worte verlieren. Ich habe meine Meinung zum Spiel im letzten Teil schon gesagt. Diesen letzten Part hätten sie sich aber sparen können, also keine Ahnung. So richtig erklärt mit den legendären Pokémon wurde jetzt auch nichts. Eventuell, wenn man dieses Buch jetzt nochmal liest, das sie da eingegeben haben, Sanias Buch. Aber da steht jetzt weder die rechte Zeit noch der rechte Ort dafür, da reinzugucken. Also kein Plan, was ich damit machen soll. Gut, dann wäre es das aber mit diesem Spiel gewesen. Projekt beendet, ich bin froh, 35 Stunden hat es gedauert. Laut How Long to Beat dauert dieses Spiel 25 Stunden im Schnitt. Aber ja, geschafft. Danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid, bei einem anderen Projekt. Oder wenn ihr mich in Pokémon herausfordern wollt, dann kriegen wir das bestimmt auch irgendwie hin. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.